Long ago, the world prospered and humanity thrived thanks to a power known as mana. However, humans soon sought to use mana to create the ultimate weapon, a floating battleship called the Mana Fortress. This greedy arrogance angered the gods, who in turn unleashed vicious beasts into the world. A violent war between the mana beasts and the fortress engulfed the world in poison and fire until mana had all but disappeared. In humanity's bleakest hour, a hero wielding the mana sword appeared and destroyed the fortress. The world was left in shambles, and yet humanity persevered, and there was peace throughout the land. But as time passes, so history repeats. Hey! Guys! Wait! Up! Whoa! Shh! Be quiet, stupid! If the Elder finds us here, we're done for. Yeah. We're not supposed to be here. Everyone in the village knows about the ghost. You really believe that old fib? The grown-ups just say there's a ghost to scare us away. But I did hear Grandma say she saw something shiny by the falls when she was little. Maybe it's treasure. Let's go find it. Help! I'm gonna fall! Whoa! Ouch. Oh, there's no way back up. Now what am I gonna do? Ja, damit herzlich willkommen zu Secret of Mana, einem Spiel, das ich schon lange mal wieder spielen wollte. Und schauen wir mal, ob ich mich noch an was ich mich noch alles erinnern kann. Grafiktechnik würde ich sagen, also grafisch hat sich einiges getan. Also man sieht, dass es wirklich aufgepeppt wurde. Und ja, dann starten wir mal. Und ich glaube, das erste, was wir suchen, ist das Mannerschwert. Damit wir überhaupt in unser Dorf kommen, wenn ich mich recht entsinnen kann. Und dann... Listen. Da ist es. Das Mana-Schwert. Sieht ziemlich... ja, verrostet aus, würde ich jetzt mal sagen. Wahrscheinlich einfacher Industriestahl. So. The village is this way. But I'll never get through here without a weapon. Ja, genau. Genau dafür brauchen wir es. Ja. Genau dafür brauchen wir es, weil sonst kommen wir da nicht durch. Okay. Na dann schauen wir mal. Wo ist das Schwert? And what's a sword doing here?
There! Too bright! What's with this light? A ghost! Listen. I entrust the sword to you. Huh? What do you mean? What's up with this sword? The light's fading already. Oh, I have to get back to the village! So, da haben wir's. Tja, so wie es aussieht, haben wir das letzte Mana verbraucht, weil Licht ist weg. Oder die Batterien der Taschenlampe am Schwert sind weg. Alle. So. Whoa! What's a rabbi doing in a place like this? Ein Mümmler. Keine Ahnung, was der in der Gegend macht. Einfach mal. Okay, da gibt's eine Anzeige zum Aufladen. Oh, zwei Schaden. Okay, wenn die Waffe aufgeladen ist, machen wir mehr Schaden. Drüber stehen unsere Trefferpunkte. Okay. Kritisch können wir auch treffen, sehr schön. 18 ist gerade so unser Standardschaden. Ah, okay, das geht auch. Kisten. 4 GM. GM waren, glaube ich, das Geld, was es hier gibt. Geld ist immer gut. Nehmen wir doch. Wow. Nein. So. Okay, der erste Schlag voll und der zweite Schlag muss nicht mehr voll sein, damit die sterben. Und tritt direkt weg. Ein Bonbon. Waren, glaube ich, zum Lebenspunkte auffüllen. Müssen wir mal danach gucken, wie viel. Was macht der denn da für einen Blick? Ist er weg? Hat Angst vor uns bekommen? Weiter geht's. Oh, gleich zwei. Verfehlt, okay. Ja, zum Wald zum Zugang verboten. Mhm. Dann sind wir Kinder da auch hineingegangen in den Wald. Verbotene Sachen ziehen doch immer an. War schon immer so. Ah, wenn ich die angegriffen habe, rennt das Monster weg. Okay. Ihr Schaden. Ein Level aufgestiegen. Sehr schön. Ah, schade, nicht so viele Kisten. Mehr Kisten wären schön. Irgendwelche Gegenstände drin oder so. Ja. Hm. Ah, wir sind im Dörfchen. Wer bist du? Did you see that? Something lit up the sky near the falls a moment ago. Ich habe bestimmt nichts gesehen. I have a bad feeling about this. Warum ist immer alles gleich ein böses Omen bei den Leuten? So. Oh. Was bist du? On an errand for the elder? Don't dawdle. Ja, welcome. Vielleicht. What will it be? Kaufen. Was kann man denn hier Schönes kaufen? Okay, Bonbons.
Heilkraut. Engelskelch. Ein Bandana. Und ein Lederoverall. Kann man hier irgendwelche Werte sehen? Scheint nicht. Damit kommen wir nur weiter. Nö. Aber da steht eine 1. Wir haben vorhin Bonbon bekommen. Dann wird das wohl die Anzahl sein an Sachen, die wir bekommen haben. Okay. Der kostet 20. Anything else? Können wir den verkaufen? Aha. Ein Lederrohr haben wir sogar an. Und ein Bonbon. Okay, mehr haben Anything wir nicht. Anything else? Come again. Ja, gucken wir doch mal hier rein. Okay, wir tragen ein Lederoverall. Wir können auch was für den Kopf haben und was für die Arme. Verteidigung, Ausweichen, Magieabwehr. Okay. Unmacht, Schneemann, Entflammung. Damit kann ich gerade nicht so viel anfangen. Eventuell sind das die Widerstände, die wir dann haben. Dann, was können wir noch gucken? Okay, Einstellung, Sound. Ich würde ja fast mal den Sound ein bisschen leiser machen, ne? Also, der ist doch ganz schön heavy. Ja, machen wir dann auf 1. Auf 1 ist okay. Sprachausgabe passt. Soundeffekte lassen wir auch so. Okay. So, was haben wir hier? Wähle ein Angriffsverhalten aus. Mitstreiter. Ah ja, okay. Mitstreiter greifen alle unterschiedliche Ziele an. Wähle die Stufe für Spezialangriffe. Okay, können wir glaube ich noch nicht. Doch, können wir. Ah, okay. Für 1. So, ich wollte ja weiter. Da ist unser Schwert, da können wir aber nichts machen zurzeit. Okay. So, unser Charakter. Ah, alle Charaktere, die wir jetzt gesehen haben. Okay. Monster. Die Bibliothek und alle Waffen. Okay. Das Lexikon. Was bisher geschah? Geheimnisvolle Stimme ruft keinen und führt ihn zu einem verrosteten Schwert. Ich sagte, es ist verrostet. Dessen Klinge tief in einem Stein steckt. Kein gelingt es, das Schwert herauszuziehen. Mit seiner neuen Waffe in der Hand eilt er zurück nach Portos. Ah ja, okay, Portos ist also das Dorf, wo wir jetzt hier sind. Ah, da haben wir Stufe EP. Bis zur nächsten Stufe brauchen wir noch 26 EP. Die TP, Geld, was wir haben. Mana, Energie. Okay, haben wir noch nicht. Hier drüben haben wir unsere Werte. Das ist okay. Ausweichen liegt bei 41%. Das ist eigentlich relativ gut. So. Dann wären wir schon wieder am Anfang. Dann würde ich vorschlagen. Draußen war da noch ein hübsch Maid. Wer bist du denn? The Elder was looking for you. What did you do this time? Warum hat sie eine männliche Stimme? Schlafen? Ich glaube, schlafen war zum Leben auf, oder? Na, schauen wir mal. One night is 5 GP. Stay the night? 5? Nee, ich will nicht schlafen. Ah ja. Okay. Leben auffüllen nehme ich mal ganz stark an, wenn man schläft und man kann das Spiel speichern. Sehr schön. Weiter. Help! Monsters have surrounded the village. Ja. We'd better stay inside until we know what's going on out there. Okay. Dann bleiben wir alle im Dorf und verhungern. Das ist der Dorfälteste und die zwei Rüpel, die mich mitgenommen haben. Ich wette, die schieben die Schuld auf mich. There's an unfamiliar face in here. He looks kind of scary. Aha. Also die Taverne. Mal da rein. Jawohl. Hallo. I think that guy is a knight. What's he doing in a little village like ours? Woher soll ich das wissen? Ja, ganz schön knapp angezogen, wa? Sind wir hier irgendwo in einer heißen Gegend? Oh, it's you. Elliot just stopped by, but he didn't look too good. What happened?
Maxido. Der will nicht mit mir reden. Okay. Nun, hier haben wir auch noch, da waren wir drin. Irgendwo eine Kiste. Was war da? Hey, stop playing with that sword before you hurt someone. I'll tell the elder on you. Woher weißt du, dass ich ein Schwert habe? Ich habe doch gar nichts in der Hand. Ja gut, ich habe auch keinen Rucksack, wo ich es verstecken könnte, also. Okay. Ja, dann ab zum Ältesten. Oh, you're all right. Elliot just told me what happened. Haben Sie das? I thought you were a goner. That's why I told you not to bring someone like him along. Ja, genau, ihr, mich mitgenommen. You idiots! None of you were supposed to wander into that area. What's that you have there? Oh no, it couldn't be. Was meinst du? Meinst du mein kleines rostiges Schwert? Cool! Did you find the treasure? Way to go! What have you done? That's the mana sword. There's no way you could have pulled it free. Mit der Hand konnte ich es aus dem Stein ziehen. Mana sword? But legend says the village will be destroyed if it's removed. I never thought it'd come to this. The mana sword is said to protect the village from disaster. But now... Aha! So you're the reason all those monsters are attacking us. Ja, ich würde eher sagen, die haben Hunger auf dich, Junge. You yanked out the sword and doomed the whole village. It's your fault, you outsider. Hättet ihr mich nicht mitgenommen oder mich dahin geschliffen, wäre nichts passiert. Boah, hey, würde ich jetzt stop. Das Schwert ziehen, Alter. Würde ich jetzt mit deinem rostigen Schwert vermöbeln. Shut up. It's all your fault. Leave me alone! An earthquake! Ah! Help! I'm a monster! You have a sword, why don't you use it? Ach, jetzt auf immer so... Ja, okay. Na dann. Can you hear me? Calm down and study the enemy's movements to look for an opening! Okay. Aha. Oh, was ist das? Aua! Kann man dem denn ausweichen? Ach, verfehlt. Takes more than that. Okay. Muss ich also... Wow! Was war das denn? Ich stand da nicht mal vor ihm. Oh. Da kann man dem nicht mal ausweichen. Aber das Monster hat auch keine Lebensanzeige. Das wundert mich am meisten. Was ist da? Hui! Da. Guck dir den Dicken an. Ja, Angst hat in der Ecke hoggelt. Ein Schwertorb. You did well. Wait there. I'll pull you up. Und den lassen wir da unten. Stay back. I didn't do nothing. Ja, genau. Du hast nichts gemacht. Du hast nur in der Ecke rumgesessen, anstatt dir einen Knochen. You seem to be in possession of the real mana sword. This is troubling. Why is that? Legend says the sword can only be retrieved by a knight when the world is in peril. But you are far too young for such a responsibility. Something must be wrong with the mana sword. Here, you take it. No, I cannot. The sword has lost its power.
and must be restored. Only the one who pulled it free can do that. Then what should I do? Visit Sage Luca in the Water Palace. The sage has protected these lands for over 200 years. You would do well to listen to her advice. Hey! The Elder wants you to come to his house. I'll be off. I have duties to attend. My name is Gemma, and I'll be waiting for you at the Water Palace. Warum nimmst du mich nicht einfach mit? Jo. Ich hätte den dicken Jungen da ehrlich gesagt unten drin gelassen. Elder, we can't ignore this. We're at our wits' end. Who knows when another monster will appear? Oh, it's you. You've really done it this time. That sword has protected us for years. Once you removed it, the monster started attacking the village. It's settled. We can't let him stay in the village anymore. He'll just bring more monsters. Oma, ich dachte, du bist lieb. Go! Get out of here! Yeah! Leave here now! I don't want to do this, but I have no choice. I banish you from this village. There's a treasure chest downstairs. Take the contents and be. Alles klar. Zumindest ist der Älteste noch ein bisschen freundlich. Are you going somewhere? See you later. Na ja, schauen wir mal, ob wir uns eh wiedersehen. 50 GM. Oh ja, immerhin. I took you in as a child. But there's nothing more I can do for you. Forgive me. You wouldn't remember. You were just a baby. But I was there when your mother first came to this village. After she disappeared, I did my best to raise you. But today is the day we must part ways. I hope that you find your mother again someday. Goodbye. Yeah. Und danke, dass du mich großgezogen hast, nachdem meine Mutter verschwunden ist. Wo ist denn meine Mutter hin verschwunden? Ich kann doch nicht einfach weg sein, mit mir als Baby hierher gekommen sein und das war's. Also bin ich ein bisschen traurig. So. Do you have everything you need? Ja, ich habe alles, was ich brauche. Also lass mich gehen. By order of the Elder, you have been banished from Poto's village. Now be gone. Ja. Geh doch schon. Diese Undankbarkeit. Weißt du, rettet man die schön vor den Monster, was da unten drin hockt und was passiert? Aha. Hi. Du denn? We, the Cat and Travel Brothers, are building a global network. Da kann man reisen. Going to the Water Palace? Gemma's already left. It only takes one blast to get there by cannon. And Gemma's paid your way. Hop in. Ach so, ich könnte jetzt direkt zum Wasserpalast. You nö. Sure? Well, okay. If you want to walk to the Water Palace. Ja, gehen wir zu Fuß oder er hat ja bezahlt. Wenn er schon bezahlt hat, we, the cannon, going to the Water Palace? Gemma's. It only takes one blast to get there by cannon. Ja, komm. That's the spirit. Just pop yourself into the barrel. Na dann, ab ins Kanonenrohr. Circus Maximus ist im Haus. Oh, das muss doch wehtun. Okay. Aha. Nee, da gehen wir nicht rein, was auch immer das ist. Oh? Blinkende Lichter. Na komm. Was haben wir denn da? Wir sind neugierig. Okay. Wow. Ey.
Okay, wir haben nichts zum Bogenschießen oder so. Was ist das hier? Wassertempel, okay. Pandora has sent us to fight Elena, the witch who lives in the haunted forest. Pandora has sent us to fight Elena. Ach, die Hexe im Geisterwald. That's our leader, Major Dyluck. He's young, but no, he knows how dangerous this mission is. But I've never seen the Major waver. Aber zögern oder zaubern kennt er nicht. Also kennt er zaudern. Ich Major zaubern. Dyluck, sir. All set. Understood. Stay focused, men. Ritt dadurch. Kann ich euch folgen? Anscheinend nur bedingt. An die Füchse kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß, man brauchte irgendwas. Irgendwie eine Peitsche oder sowas, damit man da rüber kam. Warum habe ich ein Schwert in der Hand? Das sieht nicht gut aus. There you are. Let's go. Uh-oh, where's Luca? I guess I'll ask that girl over there. Hey, where do I find Luca? Mind your manners. It's nice to see you again, Sage Luca. You're very welcome. Wait, you mean this little girl is 200 years old? Oh, anscheinend schon. Luca, monsters have started invading villages. This young boy just fought one himself. You underestimate my intelligence. World news flows into this palace with the water's own currents. Mana grows ever weaker. That could explain how this child was able to take the sword from its place of rest. His actions caused the balance of mana in this area to shift. Beasts are now rampaging across the land again. Evil in the world is working to seal away the power of the Mana Sword forever. By defeating monsters and obtaining their orbs, you can reforge and restore the sword's mana power. It looks like your sword regained some power from vanquishing the Mantis Ant. There are more hidden orbs with the mana power to revive the sword. You must find them. Okay. Dann suchen wir. Gemma, I want you to keep an eye on the Empire. It seeks the Mana Fortress's power. Ah, die alte Geschichte. Fortress? Like the one that destroys the world in that fairy... This is no fairy tale. We're talking about the real Mana Fortress and the Empire that wants its power. The Empire will try to break the seals on the mana seeds in each palace. I've already caught some Empire spies snooping around my own palace. There are strange reports coming in from Pandora. Could the Empire... I do not know. Gemma, you should request an audience with the King and tell him to be wary of the Empire. Understood. I'll leave now. Head for the cave in Gaia's navel. There's a dwarf blacksmith that lives in the area. Dwarves are known for their weapon-making skills. You should see if they can reforge the sword. As the sword becomes more powerful, your skills will improve, and you'll learn more abilities. Okay, verstehe. Also ab zu einer Zwergenhöhle. What frightens you so? Wovor fürchte ich mich?
Gute Frage. Nimm mal das Schwert. You wield the legendary mana sword, but its power has faded. Now it's hardly better than a normal weapon. It used the last of its power to choose a new master. Ja, warum mich? Weil ich, glaube ich, der Einzige war, der da war, würde ich jetzt sagen. Also, welche Eons Kraft? Eons ago, the ancients used their war machine, the mana fortress, in a final battle against the gods. It's not a fairy tale like you were told as a child. As the battle raged and the world reached its end, a hero came with the sword and saved us all. The few who remained rebuilt the world, hoping to protect mana from those who would abuse it. If the Empire restores the fortress, they'll drain the world of mana power. You must restore the mana sword to full power before then, or the world will be destroyed. So, where do I fit in? You must become a hero who is worthy of the sword. Ausgeschlossen, oder? Na gut. Come, hold the sword up to the seed on the altar. Okay. What happened? The seed and the sword have now synchronized with each other. Now, no matter where you are in the world, this mana seed can grant power to your mana sword. You found one of the eight palaces. Now you must visit the others and obtain the powers of their seeds. I worry about you out in the world with only a rusted sword. Take this spear I imbued with holy water. Neue Waffe. Use it along with the mana sword, and it too will regain its true power. I'll heal you. Would you like to save the game? Nein. First, take Gemma's advice and head to Gaia's Navel. There you can find the underground palace. To reach Gaia's Navel, head south through the Kingdom of Pandora. Okay, Richtung Süden. Nach unten. Ein Schlag und weg. Wow. Hörtet auch irgendwann wieder auf. Ah ja, Käufer und Eva. Sieht süß aus. Welcome to Neko's. Do you need anything? Was denn? Oh, you're interested. What'll it be? Übernachten, handeln. Perfectly priced items available. Okay. 90. 20. Haben die nicht bei dem anderen Händler 10 gekostet? Mir war so. Bandana. Ja, nee. Das hat keine 100 gekostet, da bin ich mir sicher. Der zieht uns hier voll über den Tisch.
Anything else? Be seeing you. Ja, dann würde ich sagen, für heute hier Schluss zu machen. Würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Falls jemand irgendwelche Anregungen hat, gerne in die Kommentare. Und